Wenn Tech ich Bros. Weiß genau, dass du das nicht machst. Wenn Tech Bros zu Ende ist. Wenn du sind mit wir die Beam Master. Wenn du mitmachst, dann sind wir die Beam Bros. Die Bee Bros. Nee, Bee Bros ist nicht gut. Die Bienen Bros. Mach ich. Ich mach mit dir Forestry und Bean. Und du wirst merken, wie tedious es ist. Aber das ist egal, wir machen's. Wir machen's. Weil wir können auf Gregtag stellen. Das stimmt nicht. Ja, aber von deinem Part aus vielleicht nicht. Moment, war das jetzt eine offizielle Zusage? Nein, ich bettel mich nicht. Nee, machen wir Bienen, wenn wir fertig sind mit Tech Bros? Ich mache noch gar keine Zusage. Ihr müsst wissen, ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen alles sacken lassen nach. Wer ist das? Rising Bros. Wer? Was? Liquid. Livid Coffee. Ah! Livid Coffee ist von der Yogscast. Du Rotznase. Das ist Duncan Jones von der Yogscast. Der wollte mich töten. Du bist du wahnsinnig? Du hast Duncan getroffen von der Yogscast und du tötest ihn? Und draufgepinkelt. Alter, das ist ein Yogscast-Member. Ja und? Ist das ein Gott? Einer von den vier Originalen, hat bin ich der die Meinung. Hat er die Yogs-Vamps, die Gods-Vamps? Was? Was hat er? Ich verstehe wieder nix. Nein. Livid Coffee hier. Duncan Jones, das war ein Wissenschaftler, ne? Mit einem weißen Kittel und einer Schutzbrille auf. Ja, so einer Freak-Brille. Ja. Der ist ja einfach auf unseren Feldern rumgeschlichen, deswegen habe ich ihn getötet. Das darfst du nicht. Ich verbiete dir hiermit. Ich habe dir doch schon mal verboten, Member von der Yogscast zu töten. Aber du kennst ja nicht alle. Was hindert mich daran, das doch zu tun? Livid Coffee. Duncan Jones. Bau doch ein Altar, weißt du? Bau doch einfach irgendwo eine Garage hinten ein Altar, wo du alle Köpfe der Yogscast draufpackst. Du hast ihn getötet. Natürlich. Willst du das Blut noch von meinem Atomic Disassembler lecken? Ich wollte schon sagen, lecken, ja, genau, ja, das möchte ich. Leck ihn. Leck meinen Atomic Disassembler. Manu, warum darf ich den nicht sehen? Der wollte mich töten, das war Notwehr. Das ist mir egal, ich hätte ihn gerne gesehen. Gesehen. Weißt du, das ist genau der gleiche Grund, warum den Zuschauern der Build Battle Spaß gemacht hat, warum die es lustig fanden, um uns herumzuhüpfen. Natürlich war es Duncan nicht selber. Aber ich kenne von ihm nur Videos oder starre Statuen. Und sein Skin mal in Bewegung zu sehen mit dem richtigen Namen drüber wäre eine coole Sache gewesen. Auch wenn ich weiß, es wäre nicht der Richtige gewesen. Auch wenn ich weiß, es ist nur ein NPC, ich hätte es trotzdem gerne gesehen. Ein dummer NPC. Ach, du bist auch ein dummer NPC. Nein, ich bin immerhin ein Bot. Hä? Was für ein Unterschied jetzt? Ja, eigentlich nichts. Aber man muss es jetzt mal physikalisch betrachten. Lass mir das lieber. So, ich bin jetzt gerade dabei, das Feld zu bestücken. Oh Gott. Ich bin so gut. Warum bin ich so gut? So gut, so gut. Ist das ein Glenvan? Was? Du bist ein Glenvan. Natürlich bin ich Glenvan. Ich bin auch der Master of Disaster. Quatsch nicht. Ich habe 1,5 Stacks Diamanten bekommen, obwohl ich irgendwie nur 10 Diamanten gefunden habe. Toll, ne? Danke, Gem of Eternal Density. Ja, bitte. Oh, kein Ding, ne? Habe ich ja gerade gemacht. So. Jetzt nehmen wir das hier alles raus. Raus die Maus. Jetzt kommt das alles in den Pulverizer. Wir werden bald viele Materialien haben. Oder mehr jedenfalls. Da steht gut. Schon mal fest. Zip, zip. Zip. Zipper. Was ein Soundeffekt. Beste Soundeffekt, Junge. So. So. Was mache ich denn jetzt? Worauf arbeite ich hin? Ah, ja, vielleicht die Ohrs jetzt automatisch? Nein, die habe ich in die Chest reingetan. Das sind die Ohrs, die ich mitgebracht habe von meiner Reise. Welche Chest? Ist das immer... Die silberne hier neben der Tür, hatte ich dir gesagt. Ah, okay. Keine Ahnung. Ja, deshalb sage ich das nochmal. Damit du das weißt. Ja, aber ich war ein bisschen tedious. Hä? Das macht keinen Sinn. Oh weh. Aber dein Gerede ist tedious. So. Nee, ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin Pestio und das macht keinen Sinn.
Ich bin Glenn, ich habe keine Ahnung von Sprachen. Oder von Grammatik. Ich brauche für nächstes Mal Reliquary, ne? Schreib dir das auf. Das sagst du mir gefälligst irgendwann nochmal. Okay, gleich. Gleich? Wie gleich? Wann gleich? Ja, um 8 wollte ich aufhören. Ja, weiß ich doch. Weil ich hätte jetzt sonst noch angefangen, uns eine Zwischendimension herzustellen. Aber da haben wir ja keine Zeit mehr für. Eine Interdimension. Nein, einfach nur so eine Dimension. Intercity Express, hallo. Was machst du eigentlich die ganze Zeit hier? Was hast du die ganze Zeit gemacht? Kennst du von den Beatles den Film, ist das Help? Ich weiß es nicht. Help, auf jeden Fall, I need somebody, auf help. Jeden Fall verabschieden die sich vor einem Haus, wo 4 Türen sind, ne, gehen dann durch die Tür und stehen alle wieder im selben Raum. Tolle Sache, das erinnert mich an Stanley Parable. Oder Parable. Genau. Vielleicht ist es ja als Inspiration daher. Vielleicht gab es das ja früher schon mal. Wie früher? Oder was? Es gibt auch Häuser, die einfach so einen Pfeiler in der Mitte haben und 4 Räume miteinander verbinden. Da kannst du die ganze Zeit im Kreis laufen. Das behindert man. Mach die Tür zu, wenn du reinkommst. Ah, hallo? Aua. Geh weg, du wolltest dich nicht betteln. Geh in den Heilbrunnen. Nein? Wie funktioniert das? Das war Beta-Zeiten, da ging das. Ha, weißt du, was es ist? Das ist ein Beta-Blocker und jetzt geht's nicht mehr. Ha, ha. Ich habe einen Beta-Blocker. Ist das komisch? Mann, bist du behindert. Ich bin so lustig, ich könnte die Leute unterhalten. Lange. Ich mache die ganze Zeit gar nichts. Das ist furchtbar. Ich baue jetzt... Tja, muss ich erst mal gucken, wie das alles heißt. Okay. Wie heißen denn die ganzen Sachen? Spawner? Nee. Crafter? Oh Gott. Dimension Inscriber. This is a device you can construct your dimensions by combining specific dimensions in an empty... Ja, genau. Ich brauche einen Dimension Inscriber. Ich werde einfach nur Dimension suchen. Was machst du denn da? Als ob ich das nicht hätte kommen sehen. Setze bitte meinen Kopf wieder irgendwo an die Wand. Ja, aber nicht draußen. Und ich habe den gar nicht im Inventar. Oh, den habe ich wahrscheinlich eingesaugt. Ja, ich habe ihn. Tolle Sache. Oh Mann. Das musste sein. Ja, aber hier ist kein Platz mehr an der Wand. Jetzt muss er da hin. Ja, eine Außenseiterecke. Da muss er hin. Außenseiterecke. Und das hier, die Chest, kann auch weg. Die brauchen wir nicht mehr. Hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf damit. Ich hasse dich. Wie oft? 3-mal oder 4-mal habe ich gesagt, du sollst aufhören und du hast nicht aufgehört. Du kannst mich nicht einfach töten. Doch, kann ich. Saftarsch. Doch, kann ich. Und ich hatte einen Grund. Und jetzt verpiss dich mit deiner Saugein-Dings da. Ach so, ja. Oh, ja, stimmt. Ja. Ich weiß nicht, wie weit das reicht. Das könnte ziemlich weit reichen. Ich esse mal lieber eine Kartoffel. Das ist der Behinderte. So. Auge um Auge. Habe ich nicht... Ah! Ich bin am Spawn. Direkt beim Excavator. Echt? Jetzt muss ich den verdammten Berg hochklettern. Kannst du ja ein Jetpack... Ach, geht ja gar nicht. So, das ist mir jetzt zu doof. Du Cheater. Ey. Das war mir jetzt zu doof. Also, ich kletter da nicht den ganzen Berg da hoch. Ich muss mir meinen coolen Helm noch anziehen. So. Meinen coolen Helm. So. Eieiei, das war aber knapp hier. So, das... Das und das und das muss da noch rein. Und dann machen wir so. Und so. Und so. So, Dimension. Ich wollte doch hier ein Editor? Nee. Inscriber Builder. Genau. Dimension Builder. Ich brauche Machine Frame. Hallo? Ach, Mist. 2 Machine Frames? So, Planter. Dimension Inscriber? Ja. Ich brauche auch einen Builder.
Editor brauche ich nicht. Brauche einen Scriber. Bam. Oh, ich habe einen Dimension and Scriber. Und jetzt brauche ich... jetzt brauche ich noch einen Dimension Builder. Bam. Oh, cool. Ich habe zwei Maschinen, die wir brauchen, um Dimensionen herzustellen. Oh, cool. Und ich möchte dich bitten, die nicht einfach so wahllos zu benutzen, sonst machen wir vielleicht was kaputt. Aber das machst du eh nicht. Nichts. Nee, genau. Ich bin so blöd dafür. Ja, Entschuldigung, das muss ich einfach erklären. Was, er sagt einfach hier. Was macht und was man wofür braucht. Wieso haben wir keinen Clay? Haben wir doch bestimmt. Jawohl. Müssen wir haben, ja. Ich muss ihn noch einschmelzen. So, Dimension Inscriber. Okay, genau. Empty Dimension Tab. Ey, ich brauche irgendwie... Würdest du eine Sugarcane Farm anbauen? Ich werde immer wieder Papier brauchen. Ah, ich wüsste jetzt nicht, wie man die automatisiert, aber ich kann es ja machen. Damit Mine Factory. Ach so. Auf deine Farm. Wenn du da vielleicht Sugarcanes anbauen kannst, zum Teil... Nee, da habe ich schon was angebaut. Ja, zum Teil, sage ich. Das würde mir sehr helfen. Was war das eben? Wie geht das? Ich stehe hier. Was? Hä? Ja, aber ich bin doch gar nicht da gewesen. Ach, man, ist doch egal jetzt. Glenn, was wollen wir für eine Dimension haben? Ah, warte, aussuchen. Aber wir haben noch mehr Unknown Dimlets. Wir können auch noch mehr Dimensionen. Ja, dann research mal. Okay. Ansonsten irgendwelche Wünsche? Sky Blue Fog. Na, das ist ja nicht sonderlich aufregend. Sky Dark Cyan Color. Was ist das? Dark Cyan Color. Das ist alles nur Farbe. Sky Body Red Sun. Das klingt doch cool. Terrain Flooded Cavern Dimlet. Future Origin Dimlet, okay. Was war. Nein, Flooded Cavern klingt ganz furchtbar. Liquid Blazing Pyrothium Dimlet. Ja, aber das ist jetzt extrem teuer. Weißt du was, wir. Soul Sand. Weißt du was, wir erstellen eine zufällige, okay? Wir spielen Stick, Schnack, Schnuck. Wir bauen einfach eine zufällige. Das ist, glaube ich, die beste Sache. Wir bauen eine komplett leere Dimension. Aber wir können jetzt sowieso noch nicht reingehen. Das dauert noch ein bisschen. Eben. So, da tue ich den rein. Da sagen wir, wie nennen wir die erste zufällige Dimension? Die braucht einen Namen, damit wir sie unterscheiden können. Glasty. Natürlich. Du musst dir aber bestimmt noch... Dann frag mich doch nicht, ey. Okay, Store. Zack. Realize Dimension, Glasty. Creation kostet 2000 pro Tick, Maintenance kostet 10 Redstone Flux pro Tick. Das bedeutet, wenn wir in der Dimension drin sind, müssen wir einen konstanten Nachschub von 10 Redstone Flux pro Tick hinzufügen, ansonsten geht die Dimension kaputt, in der wir drin sind, und das wäre schlecht. Mhm. Sag mal, wo geht denn der ganze Strom hin? Oh, ich merke schon. Ja, okay. Ich verstehe. Der hat 100%. Jetzt verliert er Strom. Keine Energy-Conduits mehr. Sag mal, was machst denn du gerade? Warum kriegen die Maschinen nicht genug Strom? Ich mach gar nichts. Lässt du gerade irgendwelche Samen wachsen oder so? Nee, aber die Maschinen laufen die ganze Zeit durch. Ja, aber sie kriegen nicht genug Strom und ich frage mich, warum. Sind die Kabel zu klein? Nee, irgendwas anderes saugt die Energie aus dem Netzwerk raus. Aber das geht nicht, weil, guck mal, die Capacitor Bank ist aber voll, die ganze Zeit. Das muss der Dimension Inscriber sein. Oh, ich lag gerade weg. Hallo? Hä? Hallo? Oh nein, ich darf nicht mit dem Clay drücken. Hallo? Drücken. Hallo, Pesti? Ja, hallo, was denn? Guck mal aus dem Fenster. Nein, ich will nicht aus dem Fenster gucken. Wir brauchen einen größeren Reaktor, ansonsten wird es nichts mit den Dimensionen. Gut, dann haben wir schon was für nächste Folge. Nächste Mal größeren Reaktor bauen. Habe ich mir notiert. Hast du die überhaupt nicht notiert? Nein, hast du nicht. Du sollst doch nicht immer lügen. Lügen macht unfruchtbar. Ist doch gut, dann habe ich keine Verpflichtungen. Hat doch nur Vorteile. Na, von mir aus. Trotzdem, wir brauchen mehr Strom, weil gerade diese Dimensionen, die brauchen viel Strom. Der Dimension Builder, der saugt dir die ganze Zeit den Strom weg, der ist es. Aber vor allem deine Anschuldigung. Erstmal, Glenn, was machst du? Ja, ich... Dabei bist du dafür verantwortlich. Ja, ich habe die Dimensionen wieder rausgenommen und trotzdem... Nee, trotzdem, die kommen nicht hinterher. Wir brauchen einfach einen größeren Reaktor. Das ist nicht cool so. Ja, der produziert... Guck mal, der produziert ja weniger, als die Kabel übertragen können. Der muss definitiv größer werden. Aber warum schließen wir dann nicht die... Ach, die schließen wir ja schon an. Nee. So, Dimension Den Diesel-Generator. Ja, schließen an. Ach so, das bringt aber nichts. Wir brauchen bessere Kabel.
Ach, der fuck. Hat hier nur Item. Ja. Nee, der ist mit dem Tesseract angeschlossen. Ja, aber das Tesseract führt nirgendwo hin. Das heißt, wir brauchen ein anderes Tesseract noch. Nein, wieso? Du kannst doch einfach ein Stromkabel benutzen. Wir haben aber keine mehr. Wir müssen sowieso bessere Stromkabel benutzen. Wir werden schon welche bauen. Jetzt, nicht dieses Mal. Nein, du brauchst doch nicht immer so sehr darauf zu pochen, dass wir endlich aufhören. Wir hören schon auf, keine Angst. Du tust ja so, als hätte ich keine Lust, mit dir aufzunehmen. Nee, du tust immer so, als ob ich vergesse, wie spät es ist. Ich vergesse das nicht. Und außerdem ist es noch nicht 8. Lass mal sehen. Ich spiele im Fenster, Glenn, weil ich weiß das.